Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in diesem Video gucken wir uns mal wieder an, was diese Woche so in meinem Trade Republic Depot passiert ist. Und dies ist die Folge 54 vom 25. bis zum 29. Januar 2021. Los geht's! Ja, und in dieser Woche müssen wir auf eine der spannendsten Wochen seit Monaten zurückblicken. Ich glaube, seit dem Coronavirus-Crash und des krassen Comebacks gab es nicht so eine spannende Zeit wie die vergangene Woche. Und ich vermute mal, auch die nächsten ein, zwei Wochen wird es noch so weitergehen. Also die Volatilität wird wahrscheinlich hoch bleiben. Wohin die Richtung gehen wird, ich weiß es persönlich nicht, aber es wird auf jeden Fall richtig spannend. In diesem Video gehe ich auf meine Fehler ein. Außerdem gehen wir darauf ein, dass ich einiges umgeschichtet habe. Ich gebe euch die aktuellen Zahlen zu meinem Trading-Bestand. Außerdem gehe ich so ein bisschen auf emotionales Trading in der Sachen Wall Street Bets ein. Ich möchte auch auf das letzte Video an dieser Stelle verweisen. Da habe ich so ein bisschen zu dieser GameStop-Situation Wall Street Bets, wie ich das Ganze sehe, so ein bisschen ja, darüber geredet, wie meine Meinung dazu ist. Diese Nachrichten beherrschen natürlich den Markt aktuell, wahrscheinlich auch dieses Video in den Kommentaren. Und ich möchte, wie gesagt, auf dieses Video verweisen. In diesem Video jetzt hier möchte ich darauf nur am Rande hinsichtlich einiger Fakten eingehen. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle schon mal sehr freuen, wenn du dieses Video für den YouTube-Algorithmus liken würdest. Und in der Beschreibung zu diesem Video gibt es wie immer auch einige Links zu anderen Brokern, nicht nur Trade Republic, sondern gerade auch anderen Brokern, zu anderen Content-Anbietern und auch Büchern bei Amazon. Und wenn du darüber etwas bestellst, dann kriege ich eine kleine Provision und unterstützt mich damit. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich glaube, letzte Woche Sonntag haben wir gemeinsam die 10.000 Abonnenten in diesem Kanal erreicht. Ich habe mich riesig, riesig gefreut. Das war ein Quantensprung für mich. Einerseits, andererseits, man hat es ja kommen sehen. Den Wachstum in den letzten Wochen und Monaten, der war echt krass in diesem Kanal, viel, viel stärker als ich vermutet habe. In den letzten 28 Tagen über 2000 neue Abonnenten. Hallo und herzlich willkommen dann auch nochmal an dieser Stelle an die ganzen neuen Abonnenten. Und also es freut mich einfach riesig, wie wir hier gemeinsam wachsen, auch wie die Community wächst. Man sieht das auch in den Kommentaren und dazu möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz positiv an die Community das zurückgeben, was im letzten Video in den Kommentaren so gelaufen ist, denn das fand ich durchaus sehr, sehr positiv, was da zu lesen war. Es gab auch immer wieder andere Meinungen und so weiter. Ich habe darüber kaum kommentiert, habe mir aber jedes Kommentar durchgelesen. Ich fand das interessant und dass auch verhältnismäßig wenig beleidigt worden ist und auch ja, entsprechende Institutionen angegriffen worden sind mit einer gewissen Berechtigung, andere auch wieder nicht, fand ich eigentlich ja, gut, wie offen da diskutiert worden ist und auch oft sehr sachlich. Wir gucken jetzt auf diese Woche zunächst erstmal zurück. 3.212 Euro minus, tiefrot, war eigentlich zu erwarten, wie es diese Woche läuft. Fast 5% im Minus, das war dann doch etwas miserabel und ich habe auch einige Fehler diese Woche gemacht. Am Freitag ging es auch nochmal 1,8% oder 1.121 Euro nach unten. Im Monat bin ich immer noch mit 100 Euro oder 0,16% im Plus, also ganz, ganz leicht. Das ist so eine Zahl, die rettet mich noch so ein bisschen irgendwie von der Motivation her. Jahresbilanz sind wir bei 17,68% oder 9.250 Euro plus und maximal seit dem 4. Januar 2020 sind wir 9.557 Euro oder 18,4% hier im Plus. Ich habe diese Woche 2.000 Euro eingezahlt. Normalerweise hätte ich jetzt einen neutralen Depotbestand zu der Woche davor in Höhe halt von 59.563 Euro. Deshalb bin ich jetzt etwas höher. Ich habe auch noch weitere 3.000 Euro am Freitag eingezahlt. Ich gehe davon aus, dass diese am Montag hier eingebucht werden. Damit sollen dann auch meine Sparpläne hier ausgeführt werden. Und den Rest weiß ich noch nicht genau, ob ich den dann die nächsten 1, 2, 3 Wochen investiere. Je nachdem, wie sich der Markt verhält. Da mache ich mir dann im Laufe der nächsten Wochen Gedanken, da habe ich noch keinen konkreten Plan dazu. Ja, tiefrote Woche, also viele Indizes, viele Märkte gingen nach unten, mein Depot ist leicht gehebelt, deshalb ging es auch noch stärker nach unten und ich versuche hier mal mit euch zusammen das Orderbuch durchzuarbeiten, da sind nämlich einige Ordern drin und die Woche hat am 25. Januar begonnen und da siehst du hier
viele Zertifikate. Auf diese Zertifikate gehe ich nicht ein. Gleich sage ich nochmal zu dem ganzen Trading-Bestand ein paar Worte. Du findest in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt eine Tabelle, in welcher du die ganzen Trades hier nochmal aufgelistet explizit siehst. Und wie gesagt, ich swipe hier durch. So ein DAX Long Future Zertifikat habe ich hier noch mit reingenommen diese Woche so ein paar Mal. Ansonsten siehst du hier viele Optionsscheine. Vom Trading her bin ich übrigens so ein bisschen gewechselt auf mittelfristige Optionsscheine, also mindestens so 8-9 Monate, eher länger sollen die laufen, und K.O.-Zertifikate nehme ich nach Möglichkeit gar nicht mehr rein, weil der Markt dafür aktuell meiner Meinung nach einfach zu volatil ist. Uber, dort habe ich mir für 210 Euro mal wieder ein paar Aktien geholt. Die sind diese Woche etwas stärker nach unten gegangen. Intel Call Optionsscheine habe ich mit einem ordentlichen Verlust von 30% verkauft. War ich jetzt nicht so unfassbar hoch investiert, muss ich dazu auch sagen. Dann haben wir hier NIO, ein Long K.O. Zertifikat. Da waren wir ausgestoppt, das haben wir verkauft. Dann haben wir hier wieder so ein paar Derivate, sind auch ganz viele Ordern, die ich hier eingegeben habe. Fiverr, ja, das war ein wirklicher Fehler diese Woche. Da habe ich anstatt eine Aktie dazu zu kaufen, habe ich eine Aktie verkauft, also einfach mal so verklickt. Das ist mal im Eifer des Gefechts im Laufe des Tages da passiert. Ich glaube, es ist mir schon das dritte Mal oder sowas passiert, sollte nicht passieren. Passiert aber manchmal, und du siehst jetzt hier weiter oben, habe ich mir zwei neue Fiverr-Aktien dazu gekauft, habe da an Nachkosten, ich glaube, 6 Euro dazu bezahlt. Also das ist halt manchmal, wenn man ja nicht ganz bei der Sache ist, etwas unkonzentriert ist. Piloten habe ich hier mit einer Stop-Market-Order, also bin ich ausgestoppt worden, mit einem Optionsschein. Peloton oder Peloton? Ich glaube, Peloton wird das ausgesprochen. Dann hier nochmal BYD Open End, ja, K.O.-Zertifikat mit knapp 14% Rendite. Ich bin da auch krass ausgestoppt worden diese Woche, was auch unterm Strich gut war. Du siehst, wir sind hier gerade am 26. Das bedeutet, ich glaube, ab Mittwoch ging es dann richtig runter, und ich bin eigentlich froh gewesen, dass ich hier mit einigen Werten einfach ausgestoppt worden bin. Dann habe ich hier S&P 500 IT ETF einige Anteile verkauft, um Cash zu schaffen. Das ist ein Teil meiner Umschichtungsstrategie. Das habe ich ja immer wieder in der Vergangenheit dann gemacht. Corsair Gaming habe ich mich hier mit ein paar Aktien eingekauft für 130 Euro. Das ist auch eher eine langfristige, eher mittelfristige Investition. Dann haben wir hier GameStop, das war der erste Trade, und ich bin aktuell auch noch mit einer Aktie investiert, habe mit GameStop und diesen ganzen, ja, darf man ruhig sagen, Zockerwerten durchaus Verluste gemacht. Ja, ist halt so, muss man zur Kenntnis nehmen, habe ich halt einfach gemacht, und ich gehe dann später nochmal drauf ein, wie ich mich dabei gefühlt habe und was daran so schlecht war. Bei GameStop bin ich dann auch ausgestoppt worden, minus 12%, war hier nur eine Aktie. Dann habe ich mir hier genau in ähnlicher Höhe einmal ein VATA MKO-Zertifikat Long und ein Short-Zertifikat gekauft, weil ich mal gucken wollte, wie das gegeneinander läuft. Da wurde ich bei dem Long-Zertifikat mit minus 20% ausgestoppt. CrowdStrike Holdings, dort habe ich mich nochmal mit einer Aktie nachgekauft, die ging dann runter. Und dann haben wir hier eine Verkaufsorder von dem VATA Short Zertifikat. VATA ging ja die Woche über auch richtig krass ab. Ja, hier habe ich halt Gewinne mitgenommen. Hier steht jetzt überhaupt nicht, wie viel Gewinne in Prozent. Nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 1 Euro mehr gewonnen, als ich verloren habe. Aber es war auch nur ein Test zum Ausprobieren. Fiverr ging dann nochmal runter, habe ich mich nochmal mit einer Aktie nachgekauft. Fiverr ging dann die Woche über auch noch stärker runter, hätte ich mich gerne auch nochmal später nachgekauft bei, ich weiß nicht genau, 165 Euro oder so. Da hätte ich auch noch abwarten dürfen, aber man weiß es ja mal vorher nicht, wie tief das Ganze dann halt sinkt. Microsoft, da habe ich eine Aktie abends noch zu 200 Euro verkauft, wo die ihre Zahlen vorgestellt haben, die eigentlich außerordentlich gut waren bei Microsoft. Ansonsten siehst du hier wieder ganz viele Ordern, die nicht ausgeführt worden sind. CD Projekt ist die Woche auch so richtig abgegangen. Wir gucken uns gleich nochmal ein paar Einzelwerte dann an. Wir gehen jetzt erstmal das Orderbuch durch. Habe ich mit 70, also zu 70 Euro 5 Aktien verkauft. 10 habe ich jetzt noch in meinem Depot. Also durchaus dann doch noch Gewinne mitgenommen. Und dann haben wir hier Johnson & Johnson Optionsschein mit 42% bin ich hier ausgestoppt worden. Das war eigentlich recht ordentlich unterm Strich. Alibaba, dort habe ich mich auch nochmal nachgekauft, weil die demnächst
ich glaube, die nächste oder übernächste Woche, ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, noch Zahlen vorstellen werden, die vermutlicherweise nicht so schlecht sind. Die Frage ist halt, wie der Markt diese Zahlen bewerten wird, das weiß ich noch nicht. Ich habe mir hier eine Aktie nachgekauft, die werde ich auch länger behalten können. Oder halt hier einen Optionsschein habe ich mir auch noch nachgekauft, der auch ein bisschen länger läuft. Das ist eher eine Spekulationsposition. Ich glaube, ich habe beide Werte auf meine Trading-Liste eingetragen. Und ich hatte ja auch mal gesagt, wenn ich die Werte auf der Trading-Liste eingetragen habe, dann sind die auch drauf, dann nehme ich die auch nicht mehr runter, beziehungsweise muss die dann ausbuchen, wenn ich sie verkaufe. Die Entscheidung habe ich dann zum Zeitpunkt des Kaufs oder wo ich die halt in der Liste einfach eingetragen habe, getroffen. Dann siehst du hier dieses DAX-Future-Zertifikat mit knapp 5% hier nochmal verkauft. Dann Tencent Holdings mit minus 20% bin ich hier ausgestoppt worden. AMD-Optionsscheine mit einem leichten Plus bin ich hier ausgestoppt worden. Dann haben wir hier den MSCI World Momentum. Dort habe ich mir nochmal etwas Cash geschafft. Deswegen habe ich den für 743 Euro hier mit einigen Anteilen verkauft. Danaher ist später leider noch gestiegen. Ich brauchte aber Cash und deshalb habe ich hier eine Danaher-Aktie verkauft. Das war vom Timing her schlecht, aber ich wollte halt einfach das Geld haben. Dann siehst du hier Nasdaq 100. Ich habe mich einmal mit Optionsscheinen auf den Nasdaq so ein bisschen über die ganze Woche zugedeckt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich hier auch einen währungsgehedgten Nasdaq 100 ETF genommen, um zu gucken, wie der sich verhält, denn es gibt aktuell krasse Kursdifferenzen zwischen Euro-Dollar und der soll das Ganze gegebenenfalls so ein bisschen abfedern zur anderen Seite hin. Das ist einfach nur mal so eine Beobachtungsposition. Ich möchte gerne gucken, wie der sich verhält zu dem anderen Nasdaq 100 ETF, den ich ja hochgewichtet habe, der halt in Euro gehandelt wird. Das hat mich schon immer sehr interessiert und da möchte ich mir das im Detail mal angucken. Ballard Power K.O. Zertifikat minus 22% bin ich ausgestoppt worden. Uber habe ich mich nochmal nachgekauft, 163 Euro. Fiverr zu 170 Euro habe ich mich nochmal nachgekauft. Ja, und das sind wieder Käufe. 27.01. sind wir ja aktuell. Du siehst, dass da echt viel passiert ist. Nasdaq 100, das ist der ETF auf Euro-Basis. Dort habe ich wieder einen Anteil verkauft, um einfach Cash zu schaffen, um das woanders zu investieren. Zum Beispiel hier in einen Nasdaq 100 Optionsschein und in ASML Holdings. Die sind bei 440 Euro gewesen. Die sind auch stark gesunken. Die sind dann auch wieder später richtig stark gestiegen und dann wieder stark gesunken. Sehr volatil. Das war aber noch ein guter Zeitpunkt, hier quasi etwas umzuschichten. Microsoft Optionsschein bin ich auch ausgestoppt worden mit 30% plus. Dann haben wir wieder hier ein DAX Future, immer Long Future Zertifikate sind das hier mit 7,6%. Das ist kaum Gewinn. Ich will da so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen dran lernen. S&P 500 habe ich hier nochmal verkauft, um hier noch mehr Cash zu schaffen. Du merkst, wie viel ich umgeschichtet habe. Immer, wo ich mir überlegt habe, hey, da ist aber etwas gesunken, was demnächst gut laufen könnte. Das Geld ist woanders besser aufgehoben. Dann habe ich das verkauft und woanders investiert. In diesem Fall in einer Alphabet C-Aktie. 1514 Euro war ein relativ günstiger Kurs. Die waren zwischendurch auch bei 1550 und jetzt sind sie wieder bei, ich glaube, 1500. Ja, so um den Dreh 14. Aber die stellen ja, ich glaube auch nächste Woche Zahlen vor. Das ist wieder eine Spekulation mittelfristig. Die Aktie steht übrigens auch auf der Trading-Liste, auf der Trading-Tabelle. Die möchte ich keine Ewigkeiten halten. Wenn Alphabet jetzt ziemlich nach unten gehen sollte, dann behalte ich die vielleicht doch länger, weil Alphabet wahrscheinlich wieder nach oben gehen wird. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, die Intention, weshalb ich das gekauft habe. Da fragen ja immer viele Leute danach, warum kaufst du die, mit welchem Zeithorizont und so weiter. Also ich habe auch deswegen hier eine Aktie drin, weil ich die auch gerne mal länger halten kann, länger als ich Optionsscheine und Derivate. Diese Aktie kann ich halt auch mal 2-3 Jahre oder halt 10 Jahre ohne Probleme halten, wenn ich der Meinung bin, dass Alphabet steigen wird. Apple Optionsscheine plus 21%. Dort habe ich auch ein paar Gewinne realisiert. Dann haben wir hier Deutsche Post Long Open End K.O. Zertifikat mit knapp 30% Verlust bin ich hier gnadenlos ausgestoppt worden. Bei NIO habe ich bei 46 Euro eine Stop Market Order drin gehabt, die Worte gezogen, ordentlich Gewinne realisiert und ja, wie gesagt, da bei NIO wollte ich einfach auch ein bisschen Geld rausnehmen, weil NIO dann gerade in den nächsten Wochen, wenn es so volatil wird, auch NIO noch dreimal so volatil werden könnte. Ich weiß nicht, was passiert. Einfach so ein bisschen Geld rausgenommen. Ich bin immer noch mit 20 Aktien bei NIO investiert. Diese Limit Order hatte ich auch schon längere Zeit drin.
Dann siehst du hier wieder einige Optionsscheine. Digital Torbein, dort hatte ich nur einen Sparplan drin. Die sind ganz stark gesunken. Da hatte ich mich dann eingekauft, sind am nächsten Tag dann auch wieder krass gestiegen. Dort habe ich einfach das Dip nachgekauft. Ist aber eine langfristige Investition und nicht auf der Trading-Liste drauf. Du merkst, wie viel hier passiert ist. Jetzt werde ich wieder einige Kommentare kriegen, dass zu viel passiert ist. Aber wir müssen das halt einfach hier durchgehen, der Regel nach. Global Clean Energy, ein paar Anteile habe ich mir gekauft, 10 Stück müssen das sein. Das ist eine Trading-Position, die habe ich auch wieder auf die Trading-Liste eingetragen. Und bei den Twitter-Optionsscheinen bin ich mit 11% plus ausgestoppt worden. Dann haben wir hier wieder Zertifikate, Facebook-Optionsschein. Facebook hat so einen Peak gehabt, dort habe ich eine Limit-Order drin gehabt bei den Optionsscheinen und da bin ich wunderbar bei plus 20% hier, habe ich mein Limit erreicht und da habe ich die Scheine sehr, sehr gut verkauft zu einem guten Kurs, habe aber auch noch höhere Facebook-Optionsschein-Position. 20% ist in der aktuellen Situation aber schon ganz okay gewesen. DAX Future Zertifikate mit 8% plus wieder 2 Stück. Da habe ich so ein bisschen immer marktlang getradet. Hat auch immer geklappt, sind aber auch bei 190 Euro 8%. Da sind ein paar Euro, sind 10 Euro netto oder sowas, was da überbleibt. Das ist nicht die Welt. AMC Entertainment, ja, die ganzen WSB Boys, die wissen natürlich, was das für ein Wert ist. Das ist einer der Werte, die im Wall Street Bets Forum diskutiert worden sind. Hatte ich dann auch gleich eine Stop-Order hinterlegt. BYD habe ich mir nochmal für 104 Euro 4 Aktien nachgekauft. General Motors habe ich mich auch eingekauft mit 171 Euro. Das ist auch ein Wert, den ich länger im Depot haben möchte, weil General Motors angekündigt hat, ich glaube ausschließlich ab, lasst mich nicht lügen, 2035 oder sowas auf die E-Mobilität, auf E-Fahrzeuge umzustellen, was ich für positiv halte. General Motors geht sowieso so ein bisschen mehr mit der Zeit, als es viele deutsche Konzerne tun. Nicht jetzt 1:1 Vergleich, aber GM macht hier, glaube ich, aktuell ein bisschen mehr richtig. Das könnte der Markt im Laufe der nächsten 1-2 Jahre noch wertschätzen. Und deswegen habe ich mich hier leicht eingekauft. Ich glaube, ich habe dort jetzt auch einen Sparplan hinterlegt. Da schauen wir uns mal an, was da so passiert. Dann AMC, habe ich einen Stopp hinterlegt, bin ich ausgestoppt worden, minus 20%, habe ich halt ein paar Euro verloren. So, und jetzt habe ich gerade übersprungen, eine Einzahlung in Höhe von 2000 Euro, Spotify eine Aktie nachgekauft. Dann haben wir hier Electric Vehicles and Driving ETF, habe ich einen Sparplan eingerichtet und hier für 190 Euro mich eingekauft. Sehr interessanter ETF, den müsste man sich auch noch mal im Einzelnen angucken. Der setzt halt einfach auf Werte wie beispielsweise Tesla und NIO und BYD und noch ein paar andere, die mitunter nicht immer so lukrativ sind. Deswegen, ich sehe den ETF so ein bisschen gemischt, möchte aber gerne dort drin sein. Morgan Stanley 117 Euro. Du siehst, dass auch einige Positionen neu hinzugekommen sind, wo ich meinte, das waren gute Kurse. Die habe ich auch schon auf der Watchlist gehabt, mich da mal einzukaufen. Das habe ich diese Woche dann auch einfach gemacht. LVMH, das hier ist ein Optionsschein, der wurde ausgestoppt bei 12,5% plus. Und Philips, dort habe ich ein K.O.-Zertifikat gehabt, dort bin ich bei minus 20% ausgestoppt worden. Das war ein K.O.-Zertifikat, wo ich auf ja, Quartalszahlen spekuliert habe, was nicht geklappt hat. Dann kommt die GameStop-Zockerei. Darauf muss ich dann gleich nochmal ein bisschen eingehen. Eine Aktie gekauft, 293, relativ teuer. Dann habe ich mir hier nochmal 2 Aktien gekauft zu 343 Euro und relativ teuer. Und eine habe ich mir dann später, glaube ich, noch gekauft zu 295,90 Euro. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das war ja am Freitag und da ist GameStop nicht mehr an, also nicht mehr hochgegangen. Ich habe mir da schon mehr erwartet, weil Spekulationen gingen ja rum, dass einfach einige Leerverkäufe sich am Freitag hätten eindecken sollen und das ist wohl wahrscheinlich nicht passiert. Die Leerverkäufe sind wahrscheinlich noch viele Positionen offen. Bei diesem Short Squeeze wird ja einfach darauf spekuliert, dass irgendwann diese Leerverkäufer sich zudecken müssen. Ich wollte diese Position keine Ewigkeit behalten. Das ist eine Daytrading-Sache gewesen. Die steht auf meiner Trading-Liste drauf und das waren auch die in absoluten Zahlen die größten Verluste diese Woche mit Abstand. Und aber wir gehen jetzt erstmal die Fakten ganz kurz durch. Eine Aktie habe ich mit 9% Verlust hier verkauft. Dann geht es weiter und
Ich muss sagen, mir ging es dabei auch nicht so gut bei dieser GameStop-Sache. Warum, sage ich euch gleich nochmal. Applied Materials habe ich hier 162,02 Euro Aktien nachgekauft. Die waren auch recht tief. Ein positiver Wert, den möchte ich auch langfristig im Depot haben. Du siehst immer wieder den Optionsschein 13.600 Punkte Call auf den Nasdaq 100. Dort habe ich mich immer wieder eingekauft, wenn der dann doch etwas gesunken ist. Das war sogar ein Limitkauf bei 9 Euro hier. Und das war recht gut. Dann habe ich hier nochmal zwei Aktien waren das dann verkauft zu 242, also einen sehr günstigen Preis. Buy high, sell low, ist eine Regel, die ich mal ausprobieren wollte diese Woche, die hat aber nicht so geklappt. Ja, natürlich habe ich da ordentliche Verluste realisiert und diese Verluste stehen auch wirklich in der Trading-Tabelle, die kannst du dir auch wirklich angucken. Das heißt, mit diesen Verlusten muss ich auch leben. Eine GameStop-Aktie habe ich übrigens noch im Depot, die halte ich quasi aus Respekt. Ich möchte aber mal ganz kurz auf dieses GameStop-Trading eingehen. Was auch immer da in diesem Wall Street Bets Forum, Reddit, Subreddit halt irgendwie abgeht. Ich finde vieles davon gut. Ich weiß, dass vieles davon auch gefährlich ist. Ich weiß auch, ich habe damit wirklich Verluste gemacht diese Woche. Für mich schon relativ starke Verluste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und was ich einfach merke, dass ich mit diesen emotionalen Trades, dass es bei mir überhaupt nicht passt. Ich möchte die auch nicht über Nacht halten. Also da bin ich überhaupt nicht für gemacht und ich gucke auch die ganze Zeit zu. Also ich kann mich auf andere Dinge nicht mehr konzentrieren, während ich solche Positionen habe. Viele Derivate-Optionsscheine halte ich über Monate, ohne dass ich damit Probleme habe. Und hiermit habe ich wirklich ganz krasse emotionale Probleme gehabt. Und zwar nicht darum, ethisch irgendwie diese Aktien zu kaufen und darauf zu spekulieren, überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, finde ich ethisch eher positiv. Aber einfach Verlustängste, die ich dann habe, wenn ich so eine Aktie habe, weil die sind mir zu volatil, die passen einfach nicht zu mir. Das muss ich hier mehr offen eingestehen. Das habe ich auch nochmal gelernt diese Woche. Eine GameStop-Aktie habe ich noch und wenn die einen Totalverlust hat, dann akzeptiere ich das. So ist es halt einfach. Es kann ja auch sein, dass diese Aktie wirklich auf, was war das? $420.69 steigt. Ich glaube, das war das Kursziel. Und dann würde ich ein paar der Verluste wahrscheinlich auch wieder reinholen. Aber insgesamt ist es trotzdem einfach ein total mieser Deal gewesen. Nichtsdestotrotz unterstütze ich schon grundsätzlich diese Aktion, die dort derzeit abgeht. Aber wie gesagt, das waren miserable Trades und ich habe da auch so emotional drin gehangen, dass das waren einfach emotionale Fehler bei Trades und man sollte niemals mit Emotionen traden, wenn man nicht irgendwelche Fakten oder Erfahrung als Grundlage hat für solche Trades. Das habe ich die Woche über wieder gelernt. Also das war sehr, sehr unsmart und ist halt einfach so gewesen. Lam Research, 402 Euro habe ich mir noch nachgekauft mit langfristigen Positionen hier. Ansonsten siehst du hier wieder ganz viele Ordern, die ich eingegeben habe. Daher 57 Euro Cent Dividende habe ich hier erhalten. Dann habe ich hier ein neues Gerät gekoppelt, weil ich natürlich hier Money synchronisieren muss. 232 Euro und 10 Cent ist mein aktueller Cashbestand. Wie gesagt, 3000 Euro sollten im Laufe des Montags draufkommen. Die Sparpläne werden dann am 2., das müsste glaube ich nächste Woche Dienstag sein, ausgeführt werden. Ich habe hier auch noch ein paar Kaufordern drin. Einmal Apple Call Option, einmal Facebook Call Option. Mal gucken, ob die gerissen werden. Und auch bei CD Projekt und glaube Clean Energy habe ich hier Verkaufsordern drin, wenn es mal wieder steigt, ASML Holdings dort auch, weil ich da sehr hoch aktuell halt einfach auch investiert bin. Wir gucken uns mal so ein paar Einzelwerte an, 1506 Euro sind wir sogar bei Alphabet, also irgendwo, ich weiß gar nicht wo, irgendwo hier hatte ich gekauft und dann sind die auch tatsächlich tagsüber. Bei 1550 habe ich die auf jeden Fall gesehen tagsüber, aber das ist ein Liniendiagramm und deswegen steht das hier dann einfach nicht drin. Global Clean Energy, da bin ich ja relativ hoch investiert. Das ist ein Wert, der neben diesen Verlust-Trades, die mein Depot nach unten gehebelt haben, auch mein Depot mit minus 9% einfach nach unten gezogen haben. Das muss man einfach mal so sagen. Wäre ich breiter im Nasdaq 100 investiert gewesen, wäre ich diese Woche nicht so stark im Minus gewesen. Und das ist der Wert, weil der einfach so eine hohe Position ist, der mein Depot richtig runtergerissen hat. Apple, super Zahlen vorgestellt. Das war gerade die Monatsübersicht. Trotzdem unterm Strich minus 6%. Wir waren diese Woche auch plus 3 oder 4%. Also auch sehr, sehr volatil. ASML Holdings gucken wir uns mal nicht an.
Facebook war diese Woche auch höher und tiefer und sehr volatil, wie man hier sieht, und auch am Freitag nochmal so richtig abgestürzt. Hier bin ich ja auch höher, insbesondere mit den Optionsscheinen investiert. Das ist also kein Wunder, warum das Ganze dann so nach unten gegangen ist. Microsoft, die haben auch Zahlen vorgestellt, war glaube ich zwischen 185 und 204 Euro auch alles drin diese Woche. Ich habe so viele Zahlen auch im Kopf einfach, weil ich diese Woche so aktiv getradet habe und so aktiv da drin war. Da bleibt einem dann doch einiges hängen. Man nimmt aber auch ganz vieles an Gefühlen und Erfahrungen mit. Ich muss aber auch unterm Strich sagen, dass mir das einfach viel zu viel war diese Woche. Das werde ich die nächsten Wochen dann einfach abbauen. Ich werde natürlich den Markt noch genau beobachten, aber dieses extremst Aktive, davon werde ich so ein bisschen Abstand nehmen, denn ich merke, dass es einfach zu viel Zeit ist, zu viel Gedanken, zu viel Stress auch mitunter ist, den ich hier investiere. Nasdaq 100 Optionsscheine bin ich mit 812 Euro investiert, also eigentlich so um die 900 Euro, bin aber leicht im Minus. Aber wenn der Nasdaq sich wieder leicht erholt, dann geht das Ganze natürlich gehebelt auch wieder nach oben. Muss man aber auch vorsichtig sein, viel mehr investiere ich denn da auch nicht, denn es sind immer noch Optionsscheine, das darf man natürlich nie vergessen. Ja, und du siehst, wie viele Einzelwerte ich hier in meinem Depot habe. Und die Werte, die ich dir eigentlich zeigen wollte, die finde ich jetzt natürlich nicht, weil es einfach zu viele sind. Fiverr gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Da waren wir hier wahrscheinlich sogar drunter. So um die 160 Euro waren wir diese Woche. Da hätte man auch gut mal wieder ein, zwei Fiverr-Aktien einkaufen können. CD-Projekt, das müssen wir uns angucken. Ich glaube, Elon Musk hat irgendwas über Cyberpunk getweetet und ab dann ist die Aktie so richtig abgegangen. Wir sind gestartet bei 68 Euro, Wochenhoch waren wir auch über 80 Euro. Wie gesagt, Linienchart hier einfach zeigt das nicht an. Und ja, ich bin hier noch mit 10 Aktien investiert. Bei 80 Euro habe ich hier eine Limit-Order drin und ich glaube, 5 Aktien, die letzten 5 würde ich dann noch bei 85 Euro verkaufen. Da muss ich nochmal schauen. Diese Limit-Order habe ich erst eingegeben, nachdem CD-Projekt bei 80 Euro war. Sonst hätte ich die dann eigentlich auch schon eher verkaufen sollen. Western Digital, ich glaube, die haben Zahlen vorgestellt. Ich glaube, gar nicht mal so schlechte. Die sind sehr gut abgegangen hier. Bin ich hier mittlerweile auch mit 40% im Plus, aber halt nicht so hoch gewichtet. Keine hohen Positionen. Ich merke gerade, wie lang das Video geht, wie viel ich labere. Ich werde wohl in diesem Video tatsächlich mal Kapitelmarken einbinden, damit du dann auch den ganzen Schwachsinn, den ich hier mitunter erzähle, einfach mal überspringen darfst. Sonst geht das Ganze zu lang. GameStop, ein Muss. Wir müssen uns das Ganze hier angucken. Tiefskurs 61 Euro, Höchstkurs. Wir waren, glaube ich, bei über 400 Euro im Peak auch. Am Freitag, 352,30 Euro und das am Freitag, das war wohl der Höchstkurs, den wir hier gesehen haben, über 400 Euro ist dann Blödsinn gewesen, sondern wir waren über 400 Dollar. Daher habe ich einfach diese Zahl gehabt. Ja, Intel ist auch wieder etwas gestiegen, die muss ich da noch raushauen. Warta, ich glaube, Elon Musk hat auch irgendwas über Warta getweetet oder irgendwer anders, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und Warta ging wahrscheinlich deshalb auch nochmal so richtig ab, plus 30% oder 32% hier sogar im Wochenverlauf, hat dann Freitag aber auch wieder richtig nachgegeben. Also was im Moment so in Sachen Trend, Momentum, Hypes und sozialen Medien abgeht, das ist, habe ich so in diesem Maße auch bei größeren Unternehmen. Warta ist jetzt nicht das größte Unternehmen, hat eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden, ist also nicht so extremst groß. Natürlich sind die groß mit 6 Milliarden, aber natürlich nicht so groß wie Tesla, Apple oder Google halt einfach. Und trotzdem ist es krass, dass man so einen Kurs durch Trends in den sozialen Medien so nach oben treiben kann. Das finde ich immer wieder krass. Ja, Sixt, wenn wir irgendwo bei 90 Euro sind, dann würde ich die auch mal wieder nachkaufen. UPS, die hatte ich auch eingekauft. Das ist auch eine mittelfristige, langfristige Aktie, die ich hier drin behalten werde. Corsair hatten wir vorhin schon angesprochen. Morgan Stanley auch. Ja, und den Rest müssen wir uns gar nicht so intensiv angucken, aber ich scroll hier einfach mal durch. Du siehst eigentlich auch, dass ich viele Derivate wieder rausgehauen habe. Trotzdem habe ich hier auch noch viele drin zugleich. Und ja, irgendwann wird es dann wirklich unübersichtlich. Ich habe hier in meinem Depot wirklich noch die Übersicht, nur in dieser Trading-Tabelle. Da verliere ich aktuell tatsächlich, muss ich so sagen, die
Übersicht ein wenig. Ja, worauf wollte ich in diesem Video noch eingehen? Mein Trading-Bestand sieht aktuell wie folgt aus. Minus 293 Euro Verlust, war aber auch nach der Woche wirklich von auszugehen, wenn man sich die GameStop-Sache anguckt und viele andere Derivate, die haben einfach nach unten gehebelt. Nur 293 Euro muss ich fast sagen. Bei den realisierten Gewinnen bin ich bei 131 Euro, also bin ich tatsächlich noch im Plus. Ich muss sagen, die Zahlen habe ich am Freitag um 18 Uhr gebucht in der Tabelle und GameStop habe ich, glaube ich, erst danach verkauft. Das heißt, die sind noch nicht drin, sonst wäre ich, glaube ich, durchaus im Minus bei den realisierten Gewinnverlusten. Und was ich schon vorhin sagte, aktuell setze ich hier beim Trading eher auf zwölfmonatige oder eher länger laufende Optionsscheine oder auch Aktien und K.O.-Zertifikate kaufe ich mir derzeit einfach nicht, weil der Markt dafür zu volatil ist und das Risiko einfach so ist, dass es zu schnell ausgestoppt werde. Und ich setze auch seltener dadurch einfach Stop-Losses, da ich mit Aktien und Optionsscheinen einfach längere Zeit überstehen kann und das ohne größere Probleme. Und mir ist auch diese Woche aufgefallen, dass diese Tabelle richtig viel Arbeit gemacht hat. Ich habe mindestens eine Stunde die Woche über Zahlen dort aufgebucht und das ist wirklich anstrengend, ist aber auch ganz viel Selbstreflexion. Es tut mir selber irgendwie ziemlich gut, muss ich sagen, unterm Strich. Ich bin aktuell in Zeile 137 angekommen, habe dort 68 Trades bisher eingetragen. Und was ich vorhin schon sagte, diese Tabelle ist ja dann auch in der Beschreibung wieder verlinkt. Jawohl, das Video geht jetzt relativ lang. Wie gesagt, ich versuche hier mal die Kapitelmarken reinzuhauen. Hast du bestimmt schon gesehen, wenn du das Video dann guckst, wie auch immer. Mich würde einfach mal interessieren, und zwar Folgendes. Jetzt hört aber ganz genau zu, wie jetzt meine Frage zu den Beiträgen ist, wozu du diese Woche kommentieren sollst. Ganz genau zuhören bitte. Ich möchte von dir hören, wenn du diese Woche Verluste hattest, wie hoch diese Verluste sind, nenn eine Prozentzahl, nenn die absolute Zahl und sag mir bitte, was du aus diesen Verlusten gelernt hast. Das ist mir ganz wichtig. Wenn du diese Woche durch Trendzocken, durch GameStop-Trading eine Menge Geld gemacht hast, Chapeau, ich freue mich da für dich. Also alles cool, ja. Aber mich interessiert wirklich mal in den Kommentaren, wie viel Geld auch Leute verloren haben diese Woche. Und ja, was die einfach daraus für Schlüsse gezogen haben, bis hin zum Depotwechsel, dass viele, was ich so in den Kommentaren gelesen habe, werden wohl von Trade Republic weggehen, gehen zu, was weiß ich, Scalable Capital beispielsweise, hatte ich auch schon im letzten Video gesagt, ich bin da unabhängig, ich habe keine außerordentliche Geschäftsbeziehung, keine exklusive Geschäftsbeziehung mit Trade Republic, deshalb bin ich da verhältnismäßig neutral. Ja, mich würde einfach mal interessieren, wie hoch Verluste, wenn Verluste, und was war das Learning daraus? Bleibt cool in den Kommentaren, bitte beleidigt nicht und bitte keine Unterstellungen dort reinhauen. Ich habe ja auch in dieser Woche so in diesem Video so ein bisschen so meine Fehler einfach dargestellt, dass ich, ja, diese Woche war ich sehr emotional dabei und ich merke, dass das mein Depotbestand hat einfach nicht gut tut. Und das war eigentlich mein Learning, dass ich einfach, wenn ich wirklich Geld investiere, meine Emotionen da irgendwo raushalten möchte. Hätte ich Anfang der Woche oder Mitte der Woche eine GameStop-Aktie, hätte mein aufgeregtes Video von Freitag noch gemacht, dann wäre gut gewesen. Aber diese vier Aktien und eigentlich waren es ja fünf Aktien, hatte GameStop auch noch mal die Woche über. Das war zu viel, das war dumm, das war ein Fehler, das war dieses Emotionale da drin. Hätte ich nicht machen sollen. Dürfen. Wie auch immer, ich bedanke mich bei dir fürs freundliche Zusehen, das Like nicht vergessen, auch abonnieren kannst du diesen Kanal kostenlos, falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Video. Ciao.